Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und einem neuen Crossover mit Rocket League. Da gibt es natürlich wieder Herausforderungen und auch Sachen, die wir freischalten können. Zum einen ein Gleiter, ein Spray, ein Rückenaccessoire und ein Emote. Die Herausforderungen sind auch wieder relativ leicht. Für die ersten beiden müssen wir einfach nur einen Gegner eliminieren und für die anderen beiden einem Gegner Schaden hinzufügen. Also quasi schließen wir theoretisch alles auf einmal ab, wenn wir einen Kill machen. So, das Ganze ist im aktuellen Modus nicht verfügbar, das ist klar. Wir gehen wieder ins Hauptmenü, zack, suchen uns den Modus aus. Und dann haben wir hier, wo ist es? Genau. Das Ding brauchen wir, das Rocket League Live Event. Das wählen wir aus und alles weitere zeige ich euch jetzt. So Freunde, wir starten das Spiel. Die Waffen haben wir schon ausgerüstet von Anfang an. Suchen uns ein Team aus und dann müssen wir noch Gegner suchen und töten. First game, it was apparently Jack that really stepped up, but do look across the entirety of that trio, and you've got so many players that are capable of performing at that level. Actually, a lot to be desired, realizes that he needs some help from his teammate. Still. Actually, again, the same game, the same move. I mean, if it doesn't fail the first time, why not go for it again? So, Leute, dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Menü an, wie der ganze Spaß aussieht. Hier haben wir zum Beispiel das Rückenaccessoire. Ist an sich ganz cool, kann man machen. Dann haben wir den Gleiter, der ist genau hier. Der Rocket Royale. Boah, ist nicht meins, aber ist okay. Und dann haben wir natürlich noch das Spray. Einmal dieses hier. Und das Emote. Zack. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.